Mein Name ist Heinz Brock. Ich bin in Geisholz zu Hause und arbeite als Werkmeister. Ich organisiere dort eigentlich die ganze Schneeräumung und so alles, was damit zusammenhängt mit der Gemeinde. Ich denke, das Interessanteste ist die Herausforderung, eigentlich 24 Stunden bereit zu sein. Egal was passiert, da bist du eigentlich rund um die Uhr. Irgend mit deinem Ohr oder mit dem Telefon musst du erreichbar sein, damit du jederzeit ausrücken kannst. Ich arbeite sehr gerne draußen. Ich habe sehr gerne Kontakt mit Personen, mit Leuten, sei es jetzt Einheimische oder auch Touristen. Das macht mir sehr Spaß. Bei der Schneeräumung kommt es immer sehr stark auf das Wetter an. Also zum Beispiel muss ich mit Salz ausfahren. Es kann aber auch sein, dass ich die Schneeräumung aufbieten muss. Schnee fräsen, Schnee pflugen, je nachdem, was und wie viel gefallen ist. Das ist etwas, das viele Leute nicht spüren, wie wichtig das sein kann, vor allem im Winter, wenn die Straßen vereist sind. Es gehören ja auch Wanderwege dazu, es gehört ein gewisses auch der Tourismus dazu. Also es hängt sehr viel davon ab, von diesem Job. Das S41 ist für mich eigentlich, ich darf dem vielleicht gar nicht Telefon sagen, es ist für mich fast ein Werkzeug. Es muss sehr robust sein, es muss wasserdicht sein, es muss stoßfest sein, es muss jederzeit einsatzfähig sein. Und es kann sein, dass meine Arbeitstage mal 16 Stunden sind. Und das ist dann sehr unangenehm, wenn plötzlich der Akku ausfällt. Und beim S41 hat man ja die Reserven. Das ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil für mich. Ja.